Schreibt der Panzerfohn da gerade, und siegen sollten wir sowieso. Wir sind ja schließlich in Gold 2. 7 Siege sollten drin sein. Auch nicht schlecht. Hier kommt so richtig das Wir-Gefühl aus. Und damit aber erstmal herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten, im Clan Herausforderer. Ich bin im Moment hier der Große. Natürlich nicht nur ich, sondern auch die anderen Elfer und Zwölfer, die hier so ein bisschen hier diesen Eisgolem spenden hier, damit die alle ihre Challenges hier machen können. Zumindest alle die, die es machen können. Und mit dem einen Gameboost ist das wirklich super billig, und 22 kostet der nur auf 1. Da kann ich die mal so richtig am Stück hier produzieren. Ja, Liga Ready machen wir uns natürlich auch. Wollen wir uns heute auch in diesem Dorf machen. Nur kurzer Aufruf nochmal. Bei den Spätzle mit Soße suchen wir, glaube ich, noch 2 Zwölfer oder 3 Zwölfer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ihr also keinen Clan habt mit eurem Rathaus 12, was aber schon ziemlich gut sein sollte, ich so auf meinem Niveau oder halt nicht ganz so gut, also von den Angriffen bitte etwas besser als mein Niveau. Von der Base her kann das ruhig so sein. Und wir wollen aber in jedem Fall heute ein bisschen was ausgeben. Es wird für mich auch immer schwieriger, hier bei den Clanspielen die Results hier abzuholen. Na, ihr seht das überall, Ausrufezeichen, und ich weiß nicht genau, was ich nehmen soll. Vor allen Dingen, okay, Trainingspotion im ersten Slot hier wäre nicht schlecht. Allerdings habe ich ja 5. Kann ich eh keine mehr mit aufnehmen. Ja, und ich habe hier schon wieder drauf geklickt, ne? Ah, okay, Mauerringe für 1000, schlappe 1000 Gems, die gönne ich mir jetzt mal nicht. Sondern wir wollen erstmal ein wenig was ausgeben. Und zwar muss ich jetzt erstmal meine Clanburg leer machen. Also fangen wir mal an. Clanburg leeren und einen Bauarbeiter beschäftigen. So, einen Bauarbeiter, ich habe nämlich 2 Bauarbeiter frei. Und der nächste kommt gleich schon wieder. Denn ich muss nur noch die kleinen Airbomben machen, die ganz, ganz kleinen Bömmchen noch. Und noch 3 Minenwerfer. Davon stoße ich heute dann noch einen an, damit dann wenigstens jetzt einer läuft. Den machen wir uns jetzt 14 Tage läuft, die können ganz gemütlich laufen. Da habe ich jetzt nichts für oder nichts gegen. Einen Bauarbeiter habe ich jetzt noch. Der macht erstmal hier eine Mauer, denn das war eigentlich mein Ziel, dass ich hier so ein paar Mauern mache. Muss ich mal so sagen. Und da wir in den Rewards zumindest hier einen Hammer bekommen, habe ich ja noch eine Sache habe ich ja noch offen. Ich nehme hier, jetzt muss ich gerade überlegen, ich nehme hier das Gold. Ach, jetzt kann ich die immer noch nicht nehmen. Hier im zweiten Tier und im dritten auch nicht. Okay, da kann ich das Gold aber nehmen. Gold da, Gold da. Okay, dann geben wir hier jetzt mal die Pullen aus. Anders geht es ja jetzt nicht. Ich muss jetzt die Pullen ausgeben hier. Das heißt also, 2 kriege ich sowieso noch aus dem Rewards. Dann hauen wir hier, ja, dann boosten wir mal ein bisschen. Ich meine, Use, ich will die nicht verkaufen. Also dafür sind sie mir denn doch zu schade. Use. Und einen daraus und 2 noch aus dem Event. Das heißt also, wir können die noch weiter usen hier. Also die stacken hier völlig, ne? Das seht ihr hier, ich pumpe hier jetzt, ich klicke mal auf einen drauf. 4 Tage, 23 Stunden wird hier jetzt richtig gepumpt. Also kein Thema. Und dafür kann ich mir jetzt aber endlich das Reward hier abholen. Das heißt, die kann ich hier claimen. Die sind jetzt hier schön wieder drin bei mir. Ja, so geht das schon etwas besser. Also, dann nehmen wir das so. Hier nehmen wir die. Wir nehmen das Buch, das brauche ich auf jeden Fall, und das Heldenbuch brauche ich nicht. Dafür nehme ich doch mal die Mauerringe und hau mir das jetzt erstmal alles in die Kasse rein. Jawohl, das sieht schon mal sehr gut aus. Ich war eher schwach, also 625 weggucken. Das war wirklich grenzwertig. Heute gab es ja noch kleinere Balance Changes, glaube ich, oder so. Ich muss mal eben hier in dieses Dorf springen. Ja, hier bin ich auch auf dem letzten Drücker. Also nur noch die Gemmine zu machen. Firecracker, meine letzte Luftabwehr läuft 2 Tage, 4 Stunden. Und im Labor habe ich auch nur noch den Superpacker. 4 Millionen kostet. Ich habe jetzt 3,5. Ich hatte ja erst gedacht, ich nehme die Rune hier zum Füllen. Aber ich meine, die jetzt für 500.000 nehmen. Nee, das mache ich denn jetzt doch nicht. Und heute kamen aber noch kleinere Änderungen, denn wir wollen uns, ja, die wollen wir uns eben mal fertig machen hier. Upgrade. Jo, die machen wir mal. Und dafür haben wir ja das. Dafür habe ich mir den Hammer. Denn ich möchte natürlich mit dem dunklen Spells nicht unbedingt nicht in der Liga vorhanden sein. Jetzt können wir den nämlich auch leveln, und um den ging es ja heute auch. Der ist ja echt saustark gewesen, muss man ja so sagen. Und jetzt haben sie ihn auch reduziert, also der Counter jetzt nur noch anstelle auf Level 1 10 macht 15, macht er jetzt nur noch 10. Die Balance-Änderung übrigens gab es heute auch schon in den News hier. Hier seht ihr das, die Balance Changes now live. Und ich habe die Wartung total verpasst.
Also ist an mir vorbeigegangen. Ich habe nur plötzlich gedacht, oh, ist Erwartung, okay. Und bei mir auf der Facebook-Seite und auch im Internet selber, beim Olli heute im Video, habt ihr gesehen, die Dinger waren echt OP. Das war der Hammer. Ich habe es gestern Abend schon oder vorgestern Abend schon auf meinem Facebook-Seite gepostet, ein Rathaus-Level-10-Angriff, der so ähnlich war. Also wirklich nur mit, ich glaube, 8 Hunde und Zauber und eben mal eine 10er Base weggeballert. Der Stone Slammer macht jetzt etwas mehr, ist increased worden von, Modifier, ach so, der Damage ist glaube ich etwas erhöht worden, aber er macht jetzt etwas weniger oder sein Schaden geht etwas weniger, beziehungsweise geht nicht mehr so weit auseinander. Und die Walls, egal welchen Level, rundherum gehen jetzt kaputt. Also egal, ob das Level 1 Mauern sind oder Level 13 Mauern. Healpoints hat er ein bisschen weniger gekriegt, weil der war auch schon nicht schlecht. Und das ist natürlich eine super, super Änderung hier. Wir können jetzt mehr Maschinen aufnehmen. Ich hatte ja schon zu Anfang überhaupt gefragt, ich hatte auch den Olli gefragt, ob man den auch mehr nehmen kann. Nein, zu Anfang konnte man ja nicht mehr nehmen. Allerdings haben wir einen kleinen optischen Effekt. Ja, sind im Moment noch zwei da, obwohl ich auch schon auch noch einen Zeppelin fertig habe. Aber gut, das ist noch ein bisschen Optik. Dann gab es wohl ein kleines Problem mit ihm hier, mit dem Kaktus. Ich glaube, die den zu Anfang abgebaut haben, die haben halt Pech gehabt. Die haben nämlich nur 10 Gold, glaube ich, gekriegt. Jetzt gibt er 75.000 Gold. Das sei mal an der Stelle gesagt. Und was mich natürlich auch, was mich immer ärgert, es ärgert mich immer Wartung. Ich meine, hier hast du es noch blau hinterlegt. Replay, replay. Nein, ich kann nicht mehr replayen. Ich kann hier nicht mehr replayen. Ah, das ist echt, echt Bockmist. Dann suchen wir uns mal einen, auf den wir noch. Oh, so ein Zufall. Da haben wir einen. Doch noch. Wir haben doch noch eine Wiederholung. Auch nicht schlecht. Ja, im CK läuft es hier ganz nett. Muss ich sagen, wir haben diesmal viel, viel besser koordiniert und haben auch ein bisschen besser, oder sagen wir mal so, etwas koordinierter mal zusammen gesprochen, wer macht eigentlich was. Und das hat diesmal hier super geklappt, denn der gegnerische Clan war jetzt so ein ganz kleines bisschen im Nachteil. Oben hatten wir nämlich Elver und ich glaube, der gegnerische Clan hatte keinen, doch hatte einen oder keinen, ich weiß es gar nicht genau. Ich habe auch mit dem Avatar hier 6 Sterne hingelegt. Die Wiederholungen sind natürlich leider auch alle weg. Ich sage es ja immer wieder, das ist das Leidige des YouTubers, wenn er nichts zum YouTuben hat, wenn nämlich alles weg ist, vor allen Dingen hier bei Clash of Clans. Dann ist das immer sehr, sehr ärgerlich. Aber mal sehen, wie sich der Lore hier geschlagen hat. Der ist übrigens jetzt schon weg. Also hier verlassen jetzt einige Ratten schon das sinkende Schiff. Wegen der Liga nämlich. Also Liga Ready heißt die Folge ja auch. Ich hoffe, ihr macht euch auch oder habt euch ähnlich ready gemacht, wie wir es derzeit tun. Also nochmal richtig was reinfarmen, updaten, andere Bases bauen, was auch immer. Vor allen Dingen gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sich schon den vierten Slot gegönnt hat für 1000 Gems, um jetzt mehr Kriegsbasen zu bauen, wo man dann hin und her switchen kann. Gerade in der Liga, da testet man vielleicht dann die eine oder andere Base auch mal ganz gerne, weil man feststellt, so wie meine ist nämlich letztes Mal auch gedreiert worden. Ich brauche dringend eine neue. Ist nämlich schon das zweite Mal gewesen jetzt, aber hat er schön gemacht, hier schöner Luftangriff. Sehr krass hier nach wie vor. Die Loons sind. Die sind gut, aber sie sind nicht so OP wie, glaube ich, der Fledermaus-Spell. Den, ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ich habe ja jetzt so viel Dunkles und ich würde auch gerne wieder ein bisschen was ableveln, also ein bisschen was ausgeben. Vor allen Dingen jetzt, wo meine Minen und Sammler so extrem pumpen, würde ich natürlich gerne etwas ausgeben. Ich glaube, na, ich denke mal, der Ice Golem wird der nächste sein. Glaube ich zumindest, dass ich den mache. Und hat er schön gemacht hier. Ich mache das mal auf vierfach, geht ja nur noch um so ein paar Lager. Aber hat hier noch reichlich Truppen, also da kann ruhig noch was hochgehen. Hat da noch eine Bombe. Okay, sauber. So, jetzt gucke ich mal, wo ich noch einfach so klicken kann. Klick, 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 klick. Na, Alex kann nichts mehr machen, okay. Alter, 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 alter. Lol, lol, lol. 13. Nee, Alex war. Oh, ich habe einen live reingekriegt. Lord Schlafmütze auf Schweppes, auch nicht schlecht. Gerade noch so reingetapst hier, also das ist ein Rathaus, das ist ein Rathaus 10, jo, das ist ein Rathaus 10, aber ich denke mal ohne Infernos und mit Hogs, die jetzt den King im Nacken haben. Oh, der King, das ist so eine Nervzicke, muss man mal so sagen.
Und der verlässt vor allen Dingen, ihr seht das hier, das ist eigentlich sein Radius, in dem er ja so ein bisschen, und jetzt ist er aus dem Radius raus. Und wie weit er immer den Hawks folgt. Oh, das geht gar nicht. Das geht echt, jetzt geht er zurück, hör. Ich habe es aber auch schon gesehen, dass er viel, viel weiter noch latscht. Und das sieht sehr gut aus hier. Gift am Ende noch genommen. Ah, die Hawks, die sind im Cleanup sauber gemacht hier. Lord Schlafmütze, Live-Angriff. Und ich habe doch noch einen Angriff gefunden, sogar von oben. Also jetzt hatten wir hier, das war auch ein Rathaus 9 auf, Rathaus, ja, wir nennen es mal Rathaus 9, auch wenn dann 10er Rathaus stand. Hat er, glaube ich, ganz gut gemacht. Die Hawks müssen zwar jetzt gleich nochmal an den King ran hier, aber den geht es, glaube ich, jetzt gleich mal so richtig an den Kragen. Wir gucken mal, wie der gleich richtig Hammerprügel kriegt, der Kollege. Außer die reiten jetzt nur noch so einzeln dahin. Oh nö, komm, ihr müsst euch wieder versammeln. Ah, das machen sie jetzt auch wieder, denn mit geballter, oder nee, nicht mit geballter, sondern mit vereinter Kraft geht's hier jetzt nach dem Lager, dem King, an die Krone und, jo, sauber, zack, da ist er weg. Das war der King hier. Oh nein, noch eine Riesenbombe. Noch eine Riesenbombe, okay. Und 98, 99, was steht hier noch? Eine Bauhütte, okay, 30 Sekunden, kein Thema hier für die Jungs. Also gut gemacht hier, Lord Schlafmütze. Damit sind wir wieder einen Stern reicher hier oben. Ich gucke mal, wie das Ergebnis jetzt aussieht. Wir sind ja noch live dabei. 86, also 4 Sterne können wir noch machen. Einen da noch vielleicht. Und hier oben haben wir noch eine ganze Base. Okay, da haben wir noch eine ganze Base. Und das war übrigens doch ein Elfer. Und den hat sich der Panzerfon hier geschnappt. Den ziehen wir uns auch noch gerade rein. Bevor es gleich da hingeht. Ich habe jetzt eben im Play Store gesehen, Brawl Stars ist jetzt da. Ich hatte ja gesagt und auch gefragt, wollt ihr, dass ich das auch mal vielleicht aufnehme oder livestreame, keine Ahnung. Dann hinterlasst mir das in den Kommentaren. Dann bin ich dazu bereit, brauchte aber, denke mal, große Unterstützung. Denn wenn du immer so das gleiche spielst, so wie ich Clash of Clans, dann tue ich mich in anderen Spielen erstmal schwer. Vor allen Dingen in solchen Spielen, wo ich beide Hände benutzen muss, am Handy oder am Tablet oder weiß der Geier wo. Da weiß ich noch nicht. Ich gucke mir das Ganze gleich auf jeden Fall mal an. Heute Morgen ist ja released worden. Auf Twitter konnte man die Meute ja sehen und so einen kleinen Countdown. Dass es dann erstmal in 5 oder 6 Ländern dann war. Aber ich habe jetzt eben gesehen, bei mir stand nicht mehr vorregistrieren, sondern bei mir stand jetzt eben installieren. Also kann ich es mir gleich holen. Oh, was hat... Okay, die habe ich noch nicht gesehen, die Jungs hier. Die habe ich noch nicht gesehen. Ja, super, dass wir die hier mit drin haben, den Eisgolem. Und jetzt sieht man aber schön, die Queen war, glaube ich, jetzt nicht gefrostet. Aber schönes Ding. Schön, dass er die genutzt hat, die Truppe hier, finde ich sehr, sehr gut. Also gleich mal ausprobiert hier den Eisgolem, um zu gucken, was kann der, was macht der und wie kann ich ihn gut einsetzen, finde ich sehr, sehr gut hier. Also krasses Teil hier, 11 auf 10, okay, in diese Ringbase, ja, das ist auch ein uraltes Design, also ich hätte fast gesagt, das ist ja schon immer, also diese Art Base war dann irgendwann mal das Luftopfer schlechthin, und aber der, dadurch, dass hier sowieso alles offen ist, ich meine, die Karre geht ja durch Mauern dann durch, klar, aber das Ding hier ist ja total auf und Mauerbrecher los. Kannst du hier so einen Rundumlauf machen, durch so eine Base hier, ha, schön gemacht hier, den machen wir auch mal ein bisschen schneller gerade, denn hier geht es auch nur noch ums Cleanup. Nochmal hier den einen Freeze, hat er noch einen Freeze mitgehabt, sauber, super, 100% hier, also hier läuft es und auch wir machen uns hier Liga ready. Ich muss mal sehen, 9 und 10 und 11 werden hier kämpfen, ich glaube 12 werden wir hier nicht mit reinbekommen. Alle anderen, die noch da sind und die hier bleiben, danach wieder die CKs hier mitspielen. Ja, ihr könnt einfach hier bleiben, aber wie gesagt, es sind jetzt schon einige wieder in ihren Clans. Ich muss jetzt mal sehen, was ich hier jetzt mit meinem Dunklen gleich mache. Ich habe jetzt eben gesagt, Leute, spart euch mal ein bisschen Karre. Ich habe nicht mehr so viel Gold. Stimmt aber gar nicht, ich habe hier noch was drin. Denn wir haben ja eben noch was bekommen. Klar, das Dunkle, ich muss mal sehen, wie ich es jetzt ausgebe. Ein Tag 21 oder ob ich gleich die Minions hier vorgäme, das lasst mal meine Entscheidung sein. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem über dieses Video gefreut. Bis dahin, euer Toto. Flashed.